Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Birgit und von mir gibt es heute ein What's in my Showe. Und ja, eigentlich in unserer Dusche, weil es ist ja nicht alles nur mir alleine, aber ja, es sind schon doch einige Sachen. Ich habe die hier jetzt zusammengetragen und naja gut, ein paar Sachen sind ja fast leer und zu meiner Verteidigung, ne? Also ich zeige euch einfach mal, was bei uns so rumsteht und ist immer wieder schockierend, wenn man das so sieht. Ja, also ich habe hier auf jeden Fall aus meinem Aufbrauchprojekt die Garnier Wahre Schätze 3-in-1 nährende Tiefenpflegemaske, Kokosmilch und Macadamia. Ich mochte die eigentlich sehr gerne, so vom Duft her. Ist für meine Haare einfach ein bisschen schwer, aber sie ist bald geschafft, also viel ist nicht mehr drin. Hier, so sieht es aus, man sieht schon den Boden. Noch zweimal oder so und dann war es das. Würde ich mir nicht mehr nachkaufen, weil das einfach zu viel ist für mich. Ne? Zu viel von der Pflege, aber auch zu viel Menge. Also ich habe ja jetzt, glaube ich, 3 Jahre dran gearbeitet, also seit die rauskam. Aber ich mochte die sehr gerne und genau, die ist in meinem Aufbrauchprojekt. Genauso in meinem Aufbrauchprojekt ist von Logona. Dieses Shampoo Aloe Vera, das habe ich von der Franzi geschickt bekommen und habe das mal getestet. Ja, genau, ich habe es fast leer. Ich glaube, man sieht es. Es ist noch so viel drin, ungefähr noch einmal oder vielleicht auch noch zweimal und dann habe ich es geschafft. Ja, ist okay. Glaube ich, würde ich mir aber nicht nachkaufen. Genau. Noch was aus dem Aufbrauchprojekt. Ich muss gucken. Ich glaube, doch, denn das hier vom Sauber, ich glaube, das war auch drin. Das ist die 2-in-1 Dusche und Shampoo, Kakao und Karamell. Die habe ich auch schon länger und ist halt für die Badewanne nicht geeignet. Ich wollte das teilweise als Schaum, als Handseife aufbrauchen. Da ist mir das gleich gekippt, was einfach total schade ist, weil es riecht total schön. Und jetzt habe ich mir es halt aufgehoben für den Sommer, nehme ich es halt jetzt hier. Ach, es riecht sehr, sehr gut. Ich mag die Sauber-Düfte eigentlich ganz gerne. Hatte auch vorher schon mal einen anderen, der mir sehr gut gefallen hat. Würde ich mir auch nachkaufen, wenn es die wieder gäbe, aber das war so eine ja, Wintergeschichte. Und muss ich jetzt aufbrauchen, muss jetzt langsam mal weg. Genauso wie das hier von Balea, die Cremedusche Vanille und Kokos. Die habe auch ich reingestellt. Ich finde die richtig schön, die duftet total klasse. Und ja, die ist jetzt nachgerückt, genau in meinem Aufbrauchprojekt, weil schon was leer ist. Deshalb, aber das zeige ich euch nochmal extra. Und noch was, dann habe ich ein Shampoo von Pantene Pro V. Das ist Repair and Care. Das ist schon sehr, sehr alt. Das habe ich mir irgendwann mal in einem Wellnessurlaub gekauft, weil ich mein Shampoo vergessen hatte. Und ja, hat mir ganz gut gefallen. Ist aber relativ pflegend und schwer. Deshalb nehme ich es daheim nicht so gerne. Aber jetzt mache ich es mal leer langsam. Und man sieht, ich glaube, es ist noch bis hierher ungefähr. Ja, das steht rum. Dann habe ich natürlich noch mein Shampoo, das ich ja immer habe, mein Alltime-Dings, ne? Kennt ihr ja schon von Kühl, dieses Green Apple, es duftet schön, bleibt schon immer stehen, doch jetzt, weil irgendwie ist es eine sehr steife Flasche, also die Flasche ist nicht das Nonplusultra, aber das Shampoo gefällt mir gut und habe ich ja immer, das kennt ihr schon. Dann hatte ich für mich, für meinen Sohn haben wir noch ein Schuppenshampoo, auch ein Alltime-Favorite, ne? Kennt ihr schon. Drin rumstehen und das waren jetzt die Shampoos, glaube ich, alle, oder? Habe ich noch eins? Muss mal gucken. Eine Gliss-Kur Wunderpflege, die ist auch Asbach uralt und die muss unbedingt weg. Die habe ich auch in der Dusche stehen, weil ich eigentlich meistens die hier an der Badewanne habe und da habe ich gedacht, dann kann ich eine in die Dusche stellen, aber ja, jetzt muss erstmal das andere leer werden und das kommt dann als nächstes, denke ich. Es ist auch uralt, bestimmt schon 3 Jahre. Also, und ist auch noch in Ordnung. Ne? Also es schnuppert noch gut, aber ich brauche es einfach nicht. Ja, gut, das waren die Shampoos. Dann haben wir hier ein Duschöl von Yves Rocher.
Das ist Kokosnuss, mag ich sehr gerne, duftet sehr schön, werde ich heute Abend vermutlich auch wieder nehmen. Und ja, ich habe halt immer das Gefühl, so ein Öl tut einfach auch gleich der Haut so ein bisschen was Gutes. Genau, finde ich sehr, sehr angenehm. Was ich auch super schön finde, ist das Happiness Duschgel von Sante. Das riecht nach Orange und ich mag das sehr gerne. Ich habe auch die Bodylotion dazu, die habe ich aber noch gar nicht ausprobiert. Ich bin immer noch an dem Duschgel und ja, gefällt mir super. Genau mein Ding, Mango und Orange, ne? Also wird nur noch getoppt von Maracuja. Genauso fruchtig habe ich letztes Jahr beim Aldi entdeckt, und zwar Superfruits bei Ombia, Schauermus, Goji-Beere und Granatapfel. Und das riecht auch sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Das nehme ich halt dann immer, wenn ich mich auch rasieren will an den Beinen, ja, oder unter den Armen, ne, so wie man das halt macht meistens. Und das riecht super fruchtig. Aber das ist noch fast voll. Also das wird bestimmt noch sehr, sehr lange dauern, bis ich das geschafft habe. Wir haben noch einen Duschschaum rumstehen, und zwar Copper von Axe. Den habe ich irgendwann mal meinem Sohn geschenkt zum Ostern oder so. Und irgendwie benutzt er den einfach nicht, ne? Der Kleine hat seinen schon lange aufgebraucht. Der Große, der guckt den nur an. Der steht jetzt hier schon seit Ewigkeiten. Ich muss mal schnuppern. Der riecht aber richtig gut. Also. Ja, also wenn der denn nicht nimmt, gebe ich den mal weiter. Duschschaum und Rasur, also den kann man auch zum Rasieren nehmen, dann stelle ich ihn halt vielleicht bei den Rasiersachen. Ja, keine Ahnung. Also ich finde, der riecht super gut. Schade, dass er da so vor sich hingammelt, ne? Ja, dann habe ich für die Männer noch ein Balea Men Spicy Hemp Duschgel. Hemp, sagt mir das so. 3 in 1, Körper, Gesicht und Haar mit Hanfextrakt. Und da muss ich sagen, ich finde, es riecht nicht so toll. Das ist halt jetzt mit der Maske, kann man ja auch nicht schnuppern, ne? Also, ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Hanf. Das riecht so ein bisschen wie Heu, finde ich. Also, ich bin nicht so der Hanftyp, glaube ich. Aber ich habe gedacht, ich stelle es jetzt mal rein. Meine Söhne sind bestimmt begeistert. Also, es ist noch ungenutzt. Habe es heute erst reingestellt. Dann habe ich noch eins von Elkos Body, und zwar sensitiv mit Aloe Vera für sensible Haut. Das haben wir jetzt auch erst ganz neu. Es ist auch noch voll, wie man sieht. Also, einmal hat es, glaube ich, mein Mann benutzt. Ja, ist auch okay. Aber jetzt nichts, was irgendwie total besonders wäre. Es riecht cremig, frisch, sage ich. Also mehr cremig, vielleicht mit dem Tick Süße. Und ja, aber ganz angenehm. Dafür, dass es ein Gel eigentlich so gelig ist, ne, riecht sehr cremig, finde ich auch irgendwie interessant. Genau, das steht noch rum. Und dann haben wir noch zwei Duschgele. Einmal Isana Med Dusche Ultrasensitiv. Die habe ich jetzt gestern das erste Mal verwendet. Hat mir auch ganz gut gefallen, hat seinen Dienst getan, aber ist jetzt auch nichts Berauschendes, sag ich mal. Und wie schnuppert die? Ja, ich finde, die riecht eigentlich irgendwie nach gar nichts. Und jetzt geht sie nicht mehr zu. Also, ich finde, die riecht nach gar nichts. Und habe ich eigentlich nur deshalb genommen, weil ich zweimal geduscht habe und da wollte ich die Haut nicht überstrapazieren. Aber dafür war es auf jeden Fall in Ordnung. Ne? Also da kann ich noch nicht viel sagen. Die haben wir auch erst einmal ausgetestet. Und die letzte Dusche, die jetzt in der Form da ist, ist Fa Cream Kakao Butter mit Kokosöl. Ich muss sagen, die wird ja immer sehr gehypt, aber ich bin nicht so der Fan. Ich habe noch die und habe noch eine ganz neue. Und ich würde es nicht merken, wenn die weg wäre, würde mir nicht auffallen. Ich finde die, ja, ist vom Duft her nicht so mein Ding. Obwohl ich die Fahrduschgele ganz gerne mag eigentlich. Oder Cream and Oil ist mehr so eine Cremedusche. Und die sind oft sehr, sehr stark parfümiert. Und ich mag das tatsächlich gerade in der Badewanne zum Beispiel ganz gerne auch mal als Badezusatz. Aber die überzeugt mich nicht so. Aber sie hat die Haut ganz schön weich gemacht. Also das muss ich relassen. Das war wirklich okay. Und das letzte Produkt, das im Moment in der Dusche rumhängt, habe ich auch gestern erst rein. Und zwar ist das von Formi, so eine Body Bar. Und die möchte ich jetzt mal testen. Die riecht eigentlich, das soll Minty sein.
Ich glaube, Minty stimmt drauf. Also sie riecht schon auch so ein bisschen nach Minze, aber ich habe sie noch nicht getestet. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das auch ein bisschen schäumt oder wie das überhaupt so auf der Haut sich tut. Also habe ich noch keine Erfahrung mit. Wenn ihr die schon kennt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr die findet und wie die euch vom Duft gefällt. Das finde ich auch mal ganz spannend. Sie riecht sehr frisch, aber es ist nicht unbedingt mein Duft. Also da muss man mal gucken, wie sich das so entwickelt und wie sich das auf der Haut hält. Genau. Und das waren jetzt alle Duschprodukte, die im Moment bei uns so in der Dusche rumstehen oder außenrum sozusagen, ne, greifbare Nähe. Ja, das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 Produkte, ne? Ja, schon ordentlich. Habt ihr auch so viel? Schreibt mir doch mal, wie viele bei euch so rumstehen, ne? Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich glaube nicht. Naja, gut. Das war es jetzt von mir heute. Ich hoffe, das Video fandet ihr trotzdem spannend, auch wenn es mal ganz anders ist wie sonst. Ich finde es ja ein interessantes Format mit diesem What's in my Shower, muss ich sagen. Und ich schaue das auch immer ganz gerne. Ja, ansonsten hoffe ich, ihr habt eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende. Wünsche euch einen tollen Tag. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao.